Hallo Freunde des Sky YouTube Sports, grüße euch, willkommen zu einer weiteren Dinnertime Folge. Ja, etwas länger her, aber so, was habe ich für euch im was gibt's? Fangen wir mal an, ich zeige euch das mal. Also, ich habe schon mal jetzt 13 bis 16 Kartoffeln geschnitten. Die müssen jetzt dünsten. Jetzt meine Wurst zum Essen, da beiß ich gleich rein. Man hat ja Hunger, da gibt es noch mal 4 Zwiebeln dabei. Hier habe ich ungefähr 1 Kilo Schweinemett. Es kommt gleich alles in die Pfanne, wird da schon gebraten. Und dann kommt da ein bisschen Teil, die Hälfte von dem kommt bei den Kartoffeln dabei. Also hier ist jetzt der Sack, ne? Da habe ich jetzt hier ungefähr die Hälfte raus. Dann gibt es noch 2 Soßen dabei, das wird ein bisschen gemixt. Bohnen, Paprika, kann noch dabei, also wird schön auch gewürzt. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Ja, was soll ich dann noch groß sagen? Ja, Zwiebeln schneiden rein mit Soße, aber das zeige ich euch dann auch gleich. Ja, ich mache dann jetzt erstmal weiter. Und nebenbei gucke ich mir noch ein Filmchen an. Ja, hi, da ist er ja. Peace. So, jetzt einmal habe ich jetzt die 4 Zwiebeln geschnitten und schön in Kreise gelassen, damit noch ein bisschen übrig bleibt. Ich denke mal, 4 sollten reichen. Ja, so, jetzt machen wir jetzt. Jetzt machen wir mit der Paprika weiter. Dann gehen wir wie folgt vor. Muss so gehen, ich habe leider keinen Kameramann, aber ja, so, einmal so in Scheiben und dann wird es gestückelt und kommt dann auch damit in den Topf rein. So, jetzt haben wir ungefähr, ich muss ja mal meine Seriopause machen, sonst wird sich monetarisiert wegen YouTube, ungefähr 1,5 Paprika reingemacht. Damit sind wir dann noch mit der Paprika durch. Das mache ich den Deckel so sauber. Ja, dann habe ich hier noch leckere Bönskes. Ja, dann lassen wir nachher gleich ein bisschen köcheln mit warmem Wasser. Und wenn es ein bisschen weich ist, kommt es dann hinterher in die Pfanne mit dem Gehacktes dabei. Aber das zeige ich euch dann, also es geht dann gleich weiter. So, wird zwar ein kurzes Video werden, aber ja. Ja, Kartoffeln schwimmen noch nicht oben, die brauchen noch ein bisschen. Das lasse ich so, habe ich mir überlegt, dann bleibt es noch ein bisschen knackig. Da haben wir jetzt das Kilometer drin. Das muss ich natürlich dann, wie gesagt, noch ein bisschen klein machen. Pfanne müsste eigentlich warm genug sein, steht auf 8, ja. Dass alles schon knusprig ist. Entschuldigung, ich habe woanders hingehalten, ich habe keinen Kameramann, schade. So, 1 Kilometer, das ist ganz schön viel. Für 3,70 Euro kann man aber nicht meckern, ne? Das ist günstig. Erstmal Fleisch für 2 Monate, genug. So, guck mal, brät schon an, das ist gut. Ja, hier, da man sieht es schon, ne? Sieht man das? So, also ein bisschen, ne? So, während ich dann hier jetzt mal weitermache, mit dem Guten, mach da mal scharf. So, Bertoli. Genau. Also ich mache da mal weiter. Ne? So, da haben wir da auch schon. Und das Gehackte ist auch fast fertig. Ah, schön lecker. Kommt natürlich aber nicht alles bei den Kartoffeln dabei. Wenn die alle sind, habe ich noch was vor, was anderes zu machen. Wahrscheinlich Spaghetti mit Tomatensoße. Da kommt dann auch noch ein bisschen Gehacktes mit dabei. Mal gucken. So, habe ich einen Topf drauf, habe ich hier, ne, wie gesagt, die Soße, die Pilzcremesuppe und Gulasch. Und das mache ich mit, also es steht ja drauf, man soll, das ist ja als Suppe, ne? Ich mache das nur als Soße, es geht nämlich auch. So, da steht 750, wenn ihr das Handy mal so, siehst du, das ist 750, ich habe 500 genommen. Und bei Gulasch steht drauf, dass du 375 nehmen sollst, da mache ich nur 150. Und das werde ich jetzt in den Topf dann da rein einrühren und hoffen, dass das schnell genug fertig ist, weil dann kommt das mit dem Gehackfleisch zusammen, da das so richtig schön noch ein bisschen durchzieht. Oh, dann läuft das Wasser im Mund zusammen. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir langsam zum Abschluss. Ja, fast fertig. Wie ihr seht, ich habe jetzt einen größeren Topf genommen, weil der kleine, dieses Fännchen,
Ja, guck mal, da stapelt sich schon alles. Ich muss mal jemanden. Schatz, kommst du mal zum Abtrocknen? Ach, das bin ich ja selber. So, das lasse ich jetzt ein bisschen durchziehen. Ja. Kartoffeln sind auch schon fertig. Die lasse ich da jetzt ein bisschen abdünsten. Wenn ich die jetzt dabei schmeiße, dann gibt das auch das Püree. Egal, ich mag das gerne alles in einem Topf. Dann kannst du dich auch einzeln portionieren auf dem T-Shirt teilen. Da hast du das, das, das und das. Ne? Ich mache gerne alles zusammen und dann geht das schon. Mit der Soße das alles, das riecht lecker. Also, ja, jetzt noch ein bisschen spülen und dann kommen da die Kartoffeln da rein und dann hat sie die Sache. So, ich hoffe noch, damit euch ein bisschen Hunger gemacht zu haben. Die Kartoffeln sind übrigens, ne, wenn ihr das seht, geht richtig schön. Guck mal, die ganz, ganz leicht, die fallen nicht auseinander. Hm? Die sind waren schon zu lange drin. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Appetit gekriegt. Ich weiß, macht man nicht mit Messer im Mund. Sorry. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Euch viel Spaß beim Nachmachen, ausprobieren. Oder auch nicht. Und ja, ist auf jeden Fall deftig. Deswegen haut's rein, das war euer Virus. Wie versprochen hier das Video. Kurz und knapp, aber fein. So, das lasse ich jetzt sein. Also macht's gut. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Virus. Ciao mit V. We'll be right back.